Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, ja, wieder einigermaßen gewohnte Umgebung. Zufall, weil, ja, ist gerade Pause, ne, und ja, komm, gehst du rüber, nimmst ein Bier mit und testest du das mal. Was haben wir auf dem Grabentisch? Wieder ein Andorfer haben wir zu stehen und zwar dieses Mal das Weizen und ja, Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe ist drin. 5,2% aus Bayern natürlich. Auch hier wieder mit diesem schicken Etikett, ne? Mit diesem, ja, Andorfer da hier mit dieser Zicke oder Zickenbock, was das ist da drauf, ne? Auch nochmal angegeben mit Hefe, ne? Wir erinnern uns, der Weizenbock, der war aber auch richtig hefig. So schaut's aus, auch die Kapsel ist natürlich bedruckt. Und Freunde, ich habe einen riesigen Bierdurst. Ich würde sagen, machen wir mal auf. Gerade schön Mittag gegessen. Ah, herrlich, Freunde, herrlich. Ja, ich bin gespannt, jetzt Weizen, ich habe auch richtig Bock drauf. So, Entspannungsverdampfung kommt auf jeden Fall raus und ja, würde ich sagen, lass auch mal laufen, ne? Wow. Oh, ein Weizen jetzt habe ich richtig Bock, aber wirklich so richtig. Das tut jetzt richtig gut so nach Mittag. Mal sehen, was wir da Feines rauskriegen. Ich bin mega gespannt, Freunde. So, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen was da rausrühren. Ich stelle das schon mal ab, das sieht schon mal sehr gut aus. Und jetzt holen wir uns mal die Hefe raus und schauen wir mal an, ob wir auch eine Hefespirale hinbekommen. Ihr sprudelt jetzt schon ordentlich, Freunde. Oh, es ist geil mit Softboxen. Ja, man sieht wieder alles. Nicht so eine bekloppte Stehlampe oder so. So. Wow. Gut, Freunde. Zack, drin ist es im Glas. Rückstände sehe ich nicht. Das ist schön. Das heißt, alles ist jetzt in der... im Glas drin, im entsprechenden. Oh, die Kapsel muss alles seine Ordnung haben. Und dann schauen wir mal, was haben wir denn da? Ist ein Bier, ne? Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen, finde ich gut. Von der Blume 1, 2, 3, drei Fingerbreite Blume, feinporig, wie sich das gehört, und auch weiß bei einem Weizenbier. Und ja, würde ich so im durchschnittlichen Bereich ansetzen wollen. Also das ist jetzt nicht die Überblume, das ist aber auch nicht komplett dahin gemickert. Ich würde sagen, gucke mal hier mit drei Fingern, also 90 Sekunden Standard kriegen wir mal ganz locker hin. Schaut mal selbst, so sieht das Ganze nämlich aus bei dem Andorfer Weizen. So, dann schauen wir mal in die Softbox rein. Ja, erstmal Hefespirale. Wie sieht's aus? Ist mir dieses Mal nicht geglückt. Das heißt also, ein Hefeschleier ist jetzt hier nicht wirklich vorhanden, sondern eher eine komplette Trübung. Die zieht sich durch. Das ist hundertprozentig blickdicht. Ich kann nicht durchgucken, außer hier unten, wo sich das Glas verjüngt. Und von der Farbe her, EBC-Skala etc., muss ich sagen, bewegen wir uns hier bei einem sehr, sehr hellen Weißbier. Das ist deutliches Hellgelb, würde ich sagen. Ja, vielleicht ein Strohgelb, Hellgelb, so in diese Richtung geht das rein. Ich würde sogar fast sagen Butterblume, ne? So in diese Richtung. Also ganz, ganz klar eher gelblich gesehen. Trüb erwähnte ich schon, dementsprechend saftig und tief sieht es auch aus. Aber Achtung, nicht wuchtig. Also von der Optik her sieht es alles andere aus als wuchtig. Wenn man es jetzt nicht genau weiß, könnte man es theoretisch auch als Radler durchgehen lassen. Naturtrübes, ja, von der Farbe her und auch so von der, ja, so wie es halt rüberkommt. Ne? Und hier unten, die Karbonisierung ist wirklich ordentlich, also von die Perlage, ne, das perlt richtig ab. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber das ist wirklich ordentlich. Ja, also wenn wir das jetzt mal wieder abgleichen wollen, und ich weiß, wir mögen immer Vergleiche hier auch auf dem Kanal, und wenn wir jetzt das Andorfer Weizen abgleichen mit der Creme de la Creme, Kösslaner, Weißbier, ja, Andechs, Unertel, Grünbacher, Huber 21, nehmen wir Schneiderweiße noch mit rein, Tab 7. Dann stellt uns auf jeden Fall schon auf, okay, also von der Farbe her und auch so vom Saftigen her, ne, sind die alle anderen so ein bisschen kräftiger. Das ist hier eher so ein bisschen schlanker, zumindest erster Eindruck, Optik, Ästhetik. Möchte ich aber trotzdem hoch bewerten, weil es macht eine sehr gute Figur im Glas und deswegen 5 von 5, / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Also auch hier ganz klar. So, mal anschnuppern. Ja. Dass die Hefe extra angegeben ist, das wundert mich gar nicht, weil da ist er auch wieder, ne? Also schiebt sich sofort ins, vom Bouquet raus hier in die Nase rein. Das ist wieder so ein bananig-hefig, aber lecker, Freunde. Das riecht richtig lecker da. Schönes Anschnuppern auch. Antrunk. Ihr Lieben, auf euch. Zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss.
Oh. Freunde, ganz anders, ganz anders. So wie es aussieht, so, ich sag mal, unsaftig, so schmeckt es saftig auf der Zunge. Gleich Antrunk, erster Schluck, sofort merkst du, zack, da ist er. Wie sie das hinbekommen haben, dass ein Bier so schlank aussieht, aber trotzdem saftig ist, ist auch schon wieder verblüffend. Benutzen wir mal den Begriff verblüffend. Fangen wir mal an, Attribute, wo bewegen wir uns? Dynamisches Bier oder gemütliches Bier? Weißbier generell würde ich eigentlich immer ganz gerne beim gemütlichen Bier ansetzen wollen. Warum? Ja, es hat natürlich diesen Geselligkeitscharakter. Biergarten, denken wir mal drüber nach, sind halt ein bisschen gehaltvoller, ein bisschen wuchtiger. Auch habe ich übrigens gesagt, wie viel? 5,2% Umdrehungen. Sind ein bisschen gewürzter auch, ne? Und ja, das ist auch sättigend, ne? Das macht Spaß, da trinkst du eher kleinere Schlucke, kann man auch gerne ein bisschen länger im Mundraum behalten, ne? Und dann gibt es noch die ein oder andere Nuance, die man da sicherlich drin entdecken kann, als wenn man es als dynamisches Bier, ja, gebraucht und einfach wegächsen tut, ist immer zu schade. Deswegen sage ich auch hier ganz klar von den Attributen her eher ein gemütlicher Kandidat. Was mir noch auffällt, außer die unglaubliche Saftigkeit und diese Hefenuancen, die nach vorne sich schieben, ist natürlich der Malzkörper, der hier erstaunlich süß daherkommt. Also das ist jetzt nicht nur lieblich, das ist schon süß, ne? Und das merkst du auch, das ist ein sehr, sehr süßes Weißbier, was jetzt, es gibt ja auch Leute, ne? Weißbiere, die sind ein bisschen saurer, es gibt welche, die sind ein bisschen herber, manche sind ein bisschen floraler, da unterscheiden sie sich auch immer minimal. Und hier würde ich eher sagen, ja, das geht eher so in diese Richtung, karamellisierter, sehr milder, aber eben auch lieblich bis süßer Malzkörper, der einem hier entgegenkommt, zumindest beim ersten Schluck. Und das ist schon so, ja, wo man so ungefähr so sieht, in welche Richtung die Textur tatsächlich geht. Ja, und ansonsten als dritten Punkt möchte ich natürlich, ich habe es schon erwähnt, die Hefe ansprechen. Und auch die, ja, zeigt sich hier mitten im Rampenlicht stehend und ja, will versuchen zu überzeugen. Und ich glaube, das schafft sie auch. Also das ist schon ordentlich hefig, ne? So, Freunde, da müssen wir heute hier mal einsteigen, mal gucken, was wir dann noch so rausfinden. Mein Gott, ist das saftig. Das ist so saftig und... Also das ist ganz komisch. Also du hast so richtig, so wie so richtig dicken Multivitaminsaft hier oder Bananensaft, ja. Und dann hast du aber trotzdem noch so, dass sich so richtig kraftvoll so die Kohlensäure, ne, so dieses Prickelnde auf der Zunge, trotzdem durchschiebt. Also du hast eine dicke Substanz auf der Zunge, ja, so richtig saftig. Und da schiebt sich dann nochmal so dieses Prickelige so von der Kohlensäure so bis nach hinten. Und das vom Trinkverhalten her ist das auch eher so wie Saft, ne? So richtig schöner Biersaft, ja? So, also das ist so das allererste, das müssen wir einfach nennen hier, ne? Das ist... Ja, die Lieblichkeit und die Süße lässt jetzt beim zweiten und beim dritten Schluck ein bisschen nach. Ist klar, der Mundraum hat sich an das Bier gewöhnt. Beim Antrunk wirst du es ganz deutlich merken. Jetzt geht es eher so ein bisschen zurück. Auch die Karamellisierung, alles ein bisschen... Ein bisschen zum Hintergrund verschwunden, aber trotzdem wahrnehmbar. Ne? Geht schon so in diese liebliche Richtung in der Textur, das merkt man. Ja, dann schiebt sich dann auch schon so ein bisschen so der Malzkörper in den Fokus, beziehungsweise vom Malzkörper ausgehend in den Fruchtkörper rein. Ganz klassisch, würde ich sagen, auch hier, ne? Überreife Banane so in die Richtung. Bringt natürlich auch nochmal Lieblichkeit mit. Ne? Und wenn wir so vom Köstlader zum Beispiel kennen, oder auch vom Huber 21, dass es dann so brachial übergeht, so, ne, so zwischen Malzkörper und dann kommt auf einmal so diese Banane, die wir so mögen, ne, diese Fruchtigkeit auch gesagt. Und hier ist es eher so, dass sich das so, ja, stufenlos entwickelt. Also du hast hier diesen Malzkörper, diese Lieblichkeit halt, ne, das hält unglaublich lange an, so dieses liebliche Gefühl auch auf der Zunge. Und dann kommt dann so diese Banane dazu, ja, und entwickelt sich zu so einer Gesamtwürzkomposition. Kann man das so ausdrücken? Ich glaube schon. So, nach hinten raus, wie gesagt, Herbe, Hopfung etc. Hopfenfloralität, ganz standardmäßig. Also da ist jetzt nicht, wo ich sage, wow, absolutes Hopfenwunder oder ja, Hopfenspektakulum. Sondern hier auch alles so, wie es sein soll, recht linear gehalten. Also ich würde sagen, traditionelles Weißbier, eher ein bisschen lieblicher, mit einer deutlichen Hefeummantelung, da wo ich nicht groß verwundert bin. Von der Optik her sehr schmal, sehr flach, sehr dynamisch auch, ne? So wie das hier so spritzig so nach oben kommt, so die Kohlensäure, aber auf der Zunge extrem saftig und auch gehaltvoll und trotzdem nicht wuchtig.
kann man den Gästen anbieten und zweifelsfrei, also da wird sich keiner beschweren, das ist ein qualitativ hochwertiges Weißbier. Das macht zum Essen Spaß, aber eben auch nach dem Essen, so wie bei mir jetzt hier. Und ich bin der Meinung, sowas trinkt man gerne. Und ja, man schafft durch dieses Weißbier hier sogar, durch diese doch eher, na, ich nenne es jetzt mal leicht speziellere Textur, ein bisschen Abwechslung in den Bieralltag mit reinzubringen. Ne? Das ist so. Das ist toll. Aber du merkst diese Lieblichkeit. Ne? Also die schiebt sich wirklich bis zum Abgang nach hinten. Das ist so das Besondere bei diesem Andorfer. Also wer es lieblich mag, hier. Unbedingt. Ne? Ja, Freunde, müssen wir bewerten. Ich finde es lecker. Alles richtig gemacht. Super Bier. Gibt es 5 von 5 / 6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert. Und das war's gewesen mit diesem Biertest. Mal sehen, wo der nächste Biertest stattfindet. Ich bin gespannt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersuffler.